Wir sind Michaela und Ralf. Zusammen haben wir unseren Traum verwirklicht und leben mit unserem Hund Mila in unserem Wohnmobil namens Evo. Mit Anfang 50 haben wir unser Leben komplett umgekrempelt, den Job gekündigt, um durch Europa zu reisen. Auf unserem Kanal Evo Füchse teilen wir mit euch sehr authentisch unsere Erlebnisse. Wir freuen uns, wenn ihr uns hier auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok begleitet. Jeden Donnerstag 16 Uhr gibt es auf YouTube ein neues Video. Abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und nicht schön. Ihr werdet nicht glauben, wo ich gerade war. Dass wir mal wieder richtig sauber werden. Ja. Da stimmt aber was nicht. Geboren. Dazu wäre ich jetzt gekommen, meine liebe Frau. Ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir jetzt. Wer weiß, was wir jetzt schon wieder vorhaben. Irgendwas ist ja immer. Gestern waren wir sehr, sehr emotional. Oh, nee. Was ist passiert? Der Hakon. Fertig. So. Hallo, willkommen aus Erfurt. Hallo, ja, wir sind ja auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen und haben in Thüringen, um genauer zu sein, hier in Erfurt einen Stopp gemacht. Und zwar stehen wir jetzt hier am Parkplatz des Zoos. Ist nicht unbedingt ein schöner Parkplatz. Es gibt auch keine Fähr- und Entsorgung oder einen Mülleimer. Hier gibt es einfach nur einen kostenlosen Platz. Das ist für uns genau richtig. Und jetzt wollen wir einmal in die Altstadt fahren. Und zwar fahren wir mit dem Fahrrad dahin. Das sind so circa 5 Kilometer laut Google Maps. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt, was uns da erwartet. Wir haben von Erfurt noch nicht allzu viel gehört. Haben wohl schon gehört, dass die Altstadt sehr schön sein soll. Also das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und ihr seid natürlich wieder dabei. Ihr kommt mit. Die Krämerbrücke ist eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Erfurt. Sie ist eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Die Brücke ist beidseitig mit Fachwerkhäusern bebaut. Die Brücke ist 79 Meter lang und an den Außenseiten 26 Meter breit. Die kopfsteingepflasterte Straße hat eine Breite von 5,5 Metern. Sie ist die längste durchgehend mit Häusern bebaute Brücke Europas. Nach einem Brand im Jahre 1472 wurde die Krämerbrücke in ihrer heutigen Form wieder aufgebaut. Heute gibt es noch 32 Wohnhäuser auf der Brücke und viele kleine Geschäfte und Krämerlädchen, wodurch der Name Krämerbrücke entstanden ist. Wir sind jetzt angekommen. Die Fahrt hierhin war weniger spektakulär, also eher unschön, aber egal. Dafür ist es hier in der Altstadt wirklich richtig schön. Wir sind gerade hier und Ralf ist hier den Turm hochgegangen. Da kann man dann von oben einen Blick auf die Stadt erhaschen. Und ich warte hier in diesem Durchgang und hinter mir gibt es den Eiskrämer, ein ganz bekannter Eisladen hier in Erfurt. Und da gibt es außergewöhnliche Eissorten, alles sehr natürlich hergestellt, ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und. Und da werde ich mir später auch ein Eis holen. Da gibt es zum Beispiel salziges Karamell. Aber erst später. Und hast du was Schönes gesehen? Ja, du kommst mit Platz auf den Turm und dann kannst du schön hier auf die Gasse raus. Der Fischmarkt ist ein zentraler Platz in Erfurt.
Er liegt in der Altstadt zwischen dem Domplatz und der Krämerbrücke. Er ist ein historischer Platz, auf dem im Mittelalter verschiedene Märkte abgehalten wurden. Heute gibt es viele Restaurants und Geschäfte auf dem Fischmarkt, die einen Besuch wert sind. Das Erfurter Rathaus befindet sich auch am Markt. Es wurde im neugotischen Stil im Jahre 1875 erbaut und ist ein beeindruckendes Gebäude, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich esse jetzt ein Rostbratwürstchen. Gehen wir dann da rein, oder was? Nö, wir können auch hier sitzen bleiben. Kannst du das holen gehen? Ja. Willst du auch eins? Ein Thüringer Rostbratwürstchen. Ja. Ja, sollte ich ja zumindest mal probieren, ne? Na gut. Dann bring mir mal eine mit. Appetit. Der Erfurter Dom ist eine der wichtigsten und ältesten Kirchen der Stadt. Er ist 81 Meter hoch und besitzt mit der Gloriosa die größte freischwingende aus dem Mittelalter stammende Glocke der Welt. Die Glocke aus dem Jahre 1497 ist 2,6 Meter hoch und hat ein Gewicht von 11,45 Tonnen. Und, was sagst du, wie findest du Erfurt? Ja, Erfurt, also die Altstadt ist schön, kann man so sagen. Mhm. Der Weg zur Altstadt, der war ein bisschen... Wir sind so gestartet in so eine Plattenbausiedlung. Das war jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Nee. Viel Graffiti, überall Schmierereien an den Wänden. Und desto weiter man zur Altstadt fährt, umso schöner wird es auch. Dann wurde auch mal ein bisschen Grün angelegt und kleine Parks und sowas. Das war ganz nett. Aber auch da war viel Graffiti. Auch da viel Graffiti, leider. Ja. Das macht die ganze Sache nicht so schön. Ja. Hier in der Altstadt geht es natürlich mit dem Graffiti. Da achten die natürlich drauf, ne? Ja. Ja, die Altstadt, wie gesagt, ist schön. Die Krämerbrücke ist schön, das ist sehenswert. Da waren wir ja auch drauf ganz am Anfang. Da kann man durchlaufen und man kann auf einen Kirchturm steigen und von oben da nochmal runterschauen. Das ist auch ganz schön. Wegen einer kleinen Spende ist jedem selbst überlassen, wie viel er dafür gibt. Ja, ja, das kann man machen. Dann gibt es da viele kleine Lädchen auf dieser Brücke. Also auch außergewöhnliche Lädchen. Also wirklich tolle Sachen. Mhm. Und so ein mechanisches, nennt man das, Theater. Theaterspiel. Mhm. Man muss da eine Münze einwerfen und dann machen die Figürchen da irgendwas. Und dazu gibt es dann auch eine Werkstatt. Die sieht so aus wie die Werkstatt von Meister Eders Pumuckl. ja, war schon sehr sehenswert, muss ich sagen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist in der Stadt ist ziemlich viel Straßenverkehr. Also Straßenbahnen fahren viel und Autos sind auch nicht überall in der Altstadt, aber in einem großen Teil der Altstadt unterwegs und das macht die ganze Sache dann so ein bisschen unentspannter. Ja. Gerade für uns, weil Mila ja auch vor jeder einzelnen Straßenbahn da jedes Mal Panik hat. Obwohl ich glaube, mittlerweile hat sie sich ein bisschen dran gewöhnt. Jetzt haben wir ja schon eine Thüringer Bratwurst gegessen. Die war ja mal Pflicht heute. Und jetzt gehen wir gleich noch einen Kaffee trinken und ich möchte auf jeden Fall noch ein Eis probieren. Du möchtest ein Eis probieren auf der Brücke. Du hast gelesen, dass es da leckere Eissorten gibt. Ja, ich habe vorhin mal so ein bisschen abgefilmt, was es da für Eissorten gibt. Es sind jede Menge, auch komische, die ich noch nie gehört habe, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer. Isst du dann auch ein Eis? Ich guck mal. Ja, dann, wie gesagt, wir sind jetzt hier ja am Dom und an der Severinkirche, heißt die, glaube ich. Und jetzt laufen wir wieder zurück. Ach, und vom Dom wird gerade eine Kirmes aufgebaut. Ja. Die Bilder habt ihr ja wahrscheinlich dann jetzt schon gesehen. Ja. Laufen wir mal wieder zurück. Okay. Okay. Direkt neben dem Dom steht die Severikirche aus dem 12. Jahrhundert. Sie beherbergt den Severi-Sarkophag aus dem Jahr 1365, eine Steinmadonna aus dem Jahr 1345 und einen 15 Meter hohen Taufstein von 1467. Die Severi-Kirche gehört zu den wichtigsten Bauten in Deutschland und ist das Wahrzeichen der Stadt Erfurt.
Ich merke ja immer mehr, dass mich so wuselige Städte nicht mehr anziehen. Gerade seitdem wir auch Mila haben, die dann eh ein bisschen mit Stress reagiert, reagiere ich dann selber auch ein bisschen gestresst. Ist mir alles immer irgendwie zu laut und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade hier in der Stadt, dass man das nicht so ein bisschen ja, ausgegrenzt hat, aber geht wahrscheinlich auch nicht. Das zieht sich ja alles hier ziemlich über die ganze Stadt. Wolltest du darum oder hier vorne bleiben? Da, okay. Und schmeckt dir dein Eis? Ja, lecker. Ich finde das schon sehr lecker. Wir sind dann noch eben nach Lidl gefitzt, einmal quer durch Erfurt durch. Ja, wahnsinnig viel Verkehr, wenig Fahrradwege und nicht schön. Hat uns überhaupt nicht gefallen, müssen wir mal so sagen. Ja, also überhaupt. Also die Kremerbrücke, die war wirklich sehr schön und das klein bisschen Altstadt auch, war nett, schöne Geschäfte. Aber meiner Meinung nach muss man nicht unbedingt nach Erfurt fahren, wenn man die Kremerbrücke nicht gerade sehen möchte. Ich finde, da gibt es schönere Städte. Gut, wir haben es jetzt gesehen. Wir machen uns jetzt was zu essen und dann zoomen wir später noch mit unseren Kindern. Und morgen früh werden wir dann weiterfahren. Ja, mal gucken. Überlegen wir mal, wie weit und wohin. Das machen wir später. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr werdet nicht glauben, wo ich gerade war. Ich bin den Weg gelaufen, den du mir heute Morgen gesagt hast, da hinten. Ja. Und plötzlich stand ich auf so einem Bauernhof, da waren ein Haufen Gänse und Hühner und was auf dem Bauernhof alles so gibt. Ja. Und da habe ich noch so gedacht, oh, das ist ja schön hier und laufe dann weiter. Und irgendwann stand ich vor Kängurus und da habe ich gedacht, da stimmt aber was nicht. Okay. Und dann bin ich weitergelaufen, da habe ich die Nashörner gesehen. Also ich war im Zoo. Ich habe aber gar nicht gemerkt, dass ich in den Zoo reingegangen bin. Okay. Auf jeden Fall haben wir heute Morgen schon eine Runde durch den Erfurter Zoo gedreht. Mila war total begeistert. Nur am Riechen, am Gucken, die wusste gar nicht, was da alles ist da. Ja. Dürfen Hunde denn da rein? Ja, da standen überall Trinkknöpfe. Also gehe ich davon aus, dass Hunde da rein dürfen. Hat auch keiner was gesagt. Ja, weil alle davon ausgegangen sind, dass du wahrscheinlich durch den Haupteingang gegangen bist. Jo. Ja, aber wie kann denn da ein Bereich sein, der offen ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ob ich irgendeinen Geheimweg gefunden habe. Oh, da wäre ich ja gerne bei gewesen. Müsste ich ja eigentlich noch mal mitgehen. Aber es gab nicht viel zu sehen, weil die Tiere waren alle am Frühstück. Die waren alle in ihren Häusern und Bauten da. Mhm. Also ist noch nicht viel zu sehen gewesen. Aber schön. Ja. Schade. Ja, müssen wir noch mal gehen. Ich weiß, wie man umsonst da reinkommt. Geheimtipp. Ja. So, wie sieht's hier aus? Ja, ich bin auch soweit, was ich gerade nochmal gemacht habe. Ich habe nochmal geguckt nach Schwimmbädern. Ja.
Weil ich gedacht habe, vielleicht können wir ja wirklich dann irgendwo an einem Schwimmbad, ein einfaches Schwimmbad, jetzt keine Sauna oder so, dass wir halt heute Abend dann eine Runde schwimmen und schön duschen mit viel Wasserdruck. Das vermisst man nämlich schon so ein bisschen. Die Dusche ist super hier drin, aber ist nicht zu vergleichen wie mit einer Dusche im Haus. Ne? Deshalb haben wir gesagt, wir wollen schon mal öfter schwimmen gehen, dass wir dann mal so richtig Wasserdruck haben. Dass wir mal wieder richtig sauber werden. Ja, nein. Nein, Quatsch. Die Dusche ist gut, funktioniert auch gut. Wasser ist heiß, alles top. Ja. Man hat natürlich den Nachteil, wenn man, desto öfter man duschen geht, umso öfter ist der Abwassertank voll und umso öfter muss man gucken, dass man den entsorgt. Und frisches Wasser kriegt. Und frisches Wasser. Ja, und da ja Schwimmen und Bewegen auch nicht das Schlechteste ist und jetzt ist es ja auch ein bisschen kühler und manchmal kann man bei den Hallenbädern dann ja auch übernachten, fand ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Da war Hast du denn was gefunden? Ja, ich glaube schon. Und wo? Da, wo wir hinwollten oder jetzt ja, ganz woanders? Ja, nee, da, wo wir hinwollten, aber schon ein Stück weiter auch. Ich zeig dir das jetzt mal. Okay. Wir überlegen nochmal, ihr werdet später mitkriegen, wo es für uns hingeht. Bis dann. Tschüss. Wir haben für heute unseren Stellplatz erreicht und zwar sind wir hier in Bad Wünneberg. Das ist ein kleiner Ort. Schon wieder in Nordrhein-Westfalen. Schon in Nordrhein-Westfalen, ja. Wir sind über 200 Kilometer heute schon gefahren. Ja, eigentlich mehr als wir ursprünglich vorhatten, weil wir irgendwo hin wollten, wo es auf jeden Fall ein Hallenbad gibt. Das hatten wir heute Morgen schon gesagt und wir mussten aber auch noch entsorgen und das hat sich hier super angeboten. Dazu wäre ich jetzt gekommen, meine liebe Frau. Ja, wir haben hier einen kleinen Stellplatz gefunden, da konnten wir fair und entsorgen und man hätte auch da stehen können, ja, aber der Platz war schon sehr voll und hier an dem Hallenbad sind ganz viele Parkplätze frei und deshalb haben wir uns einfach für heute Nacht hier hingestellt. Ja. Jo. Und jetzt gehen wir schwimmen. In der Zeit kann das Essen, was ich jetzt gerade vorbereitet habe, noch ein bisschen vor sich hinziehen. Und dann können wir nachher, wenn wir geschwommen haben, direkt nach Hause kommen. Schön essen. Schön essen. Und dann haben wir Feierabend. Sehr gut. Mila ist auch schon draußen gewesen. Sie hat ihr Essen auch schon gehabt. Sie ist komplett erledigt. Also nähert sich jetzt der Feierabend, langsam aber sicher. Ja, wir ziehen jetzt ein paar Bahnen und dann schön duschen und dann ausgiebig duschen, ne? Ja. Okay, also wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sehen uns später. Bis gleich. Wieder zurück im Wohnmobil. Ja. Ja, war richtig schön. Ja. Genau, jetzt sind wir frisch, wie gesagt. Und jetzt haben wir erstmal ein leckeres Essen vor uns, das wir ja vorhin schon vorbereitet haben. Was du vorbereitet hast. Stimmt. Du hast ja andere Sachen gemacht. So, ja, ich würde sagen, wir essen jetzt auch, ne? Ja. Und dann geht es ja morgen früh schon wieder weiter. Oder morgen Mittag, morgen Nachmittag, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, hat noch ein bisschen durchgezogen. Sieht doch ganz gut aus, der Bauerntopf, oder? Sehr lecker, ich freue mich schon. Ich auch. Hab jetzt auch Kohldampf. Ja. So, auf geht's. Das Blöde ist ja immer, wenn einer filmt, muss der andere ja alles machen. Ne? Tisch decken, alles rausholen.
Ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir jetzt. Ja, hallo. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Wie ihr seht, wir sind wieder zurück an unserem ursprünglichen Wohnort in NRW. Und ja, wir haben die letzten Tage genutzt, um noch ein paar schöne Stunden mit unserer Familie zu verbringen. Und jetzt stehen wir wieder hier an unserem Haus und heute ist die Schlüsselübergabe. Also die neuen Mieter bekommen heute die Schlüssel. Ja, das ist für uns so ein bisschen ein Zeichen, dass es jetzt endgültig losgeht. Ist. Das ist das letzte Puzzleteil, was noch gefehlt hat. Ja. Und dann geht unsere Reise los. Ja, wir sind schon ein bisschen gespannt, wie es gleich hier abläuft und ja. Wir freuen uns. Wir sind gestern schon hier gewesen, haben nochmal alles sauber gemacht und Sperrmüll rausgestellt. Und ja, jetzt ist es wirklich gleich soweit. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe diese Situation schon ganz, ganz lange visualisiert. Und ja, jetzt ist es so. Und ich würde sagen, wir melden uns danach mal, wie wir uns fühlen. Genau. Wir fahren nämlich anschließend zu unserer Tochter. Mhm. Da verbringen wir dann auch noch ein oder zwei Tage. Zwei Tage. Und dann geht's weiter. Dann haben wir noch einen kleinen Termin, der aber nichts mit Wohnen oder so zu tun hat. Aber das seht ihr dann ja. Genau. Okay, so, bis später dann. Bis später. Ja, jetzt ist es soweit. Wir haben unser Haus verlassen. Ich freue mich total. Für mich war das noch eine richtige Belastung, dass wir hier noch hin mussten. Und ja. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, mein Mann. Ja, ich bin dabei. Ja, sehr schön. Hat aber auch eine gute Stunde gedauert. Vorsicht. Das war die Bahn. Ja, hat das Handy vor Schrecken Foto gemacht bei dem Gerappel. Hast du das gesehen? Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt offiziell wohnungslos. Nee, eigentlich ja gar nicht. Nö, gemeldet sind wir ja. Nö, alles gut. Ne, wir sind nicht wohnungslos, aber wir haben keine Wohnung mehr, keine eigene. Wir haben das alles nicht mehr an der Backe. Wir müssen keinen Garten mehr sauber machen, keine Fenster putzen. Nur die Backe, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Backe. Backe, Backe. Entweder fahren wir jetzt in den Baumarkt oder schon Eier holen. Ja. Wir haben nämlich schon wieder eine kleine Verbesserung vor. Dazu muss ich bei meinem alten Arbeitgeber vorbei. Kann ich aber auch. Und wir gehen noch einmal hier Eier holen beim Bauern. Die waren immer sehr lecker und ja, die nehmen wir hier nochmal mit. Und dann geht's auf nach Duisburg zu unserer Emmy. Ja. Entschuldigt bitte dieses Gewackeln. Ein fahrendes Auto und das Handy festhalten ist nicht ganz so einfach. Deshalb machen wir jetzt mal Feierabend. Es ist ja auch laut hier. Jo. Mal schauen, was wir so in Duisburg noch machen. Dann nehmen wir euch dann auch noch mit. Bis denn. Morgen. Ja, wir haben hier mitten in Duisburg in der Nähe von unserer Tochter auf dem Parkplatz geschlafen und das war sehr ruhig heute Nacht, hätten wir selber nicht gedacht, aber vor der Haustür haben wir keinen Parkplatz mehr bekommen. Ja, wir versuchen es gleich nochmal, weil Ralf möchte ja noch gerne eben ein wenig am Ivo arbeiten und dann wäre es schon schön, wenn wir direkt an der Wohnung stehen, weil er halt ja auch ein bisschen Werkzeug im Keller hat, was er dann braucht. Gestern waren wir sehr, sehr emotional. Ich denke, ihr habt es gemerkt. Es war schon sehr aufregend, aber es fühlt sich so gut an und wir haben so entspannt geschlafen. Also man merkt schon, solche Dinge belasten einen immer noch sehr. Jetzt gehen wir Brötchen holen und laufen dann, oder vielmehr ich laufe dann mit Mili zur Wohnung. Ralf kommt dann mit Ivo hoffentlich hinterher, wenn ein Parkplatz frei ist. Wir frühstücken, wir werden dann, wir drei ein wenig am Ivo arbeiten.
Und später wollen wir dann noch mit Emily eine Fahrradtour machen. Sie glaubt, hier in der Nähe gibt es irgendwo ein Bauerncafé. Ja, das machen wir dann heute. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Guten Morgen. Bis später. Wir sind jetzt mit dem Wohnmobil nochmal zu unserer Tochter vor die Haustüre gefahren. Und zwar möchte ich jetzt noch etwas machen. Michaela hat es ja schon erwähnt. Ich erkläre euch eben, was ich machen möchte. Und zwar, wenn ihr unsere Videos aufmerksam verfolgt habt, habt ihr mit Sicherheit irgendwann mal mitbekommen, dass wir entgegengesetzt voneinander schlafen. Das bedeutet, Michaela schläft mit dem Kopf hier und ich schlafe mit dem Kopf da. Das machen wir, weil wir ein bisschen mehr Platz dann haben. Funktioniert eigentlich auch ganz gut soweit. Ja. Hat aber einen entscheidenden Nachteil. Und zwar müssen wir immer gucken, dass das Wohnmobil genau in der Waage steht. Sonst schläft nämlich einer von uns mit dem Kopf tiefer. Und das ist nicht gut. Das macht Kopfschmerzen. Sehr unangenehm. Und deshalb habe ich jetzt die Idee gehabt, wir haben unter dieser Matratze zwei Lattenroste. Und ich möchte die Lattenroste jetzt gerne unterbauen mit einer Leiste, die keilförmig gesägt wird, sodass das Kopfteil von jedem Einzelnen höher steht als das Fußteil. Somit haben wir gewährleistet, dass wir das, wenn wir das Wohnmobil gerade hinstellen, dass wir beide mit dem Kopf nach oben schlafen und die Gefahr, dass man irgendwie nicht richtig liegt, ja, minimiert wird. Ja, und das wollen wir jetzt mal machen. Dazu habe ich mir schon Material gekauft. Ich gehe jetzt noch bei Emily im Keller das Werkzeug dazu holen. Ich ziehe schon mal das Bett ab. Genau, wir verbinden das gerade damit. Dann kannst du es nämlich prima einmal waschen, weil genau. Wir sowieso gerade hier sind. Bei Emily in der Waschmaschine, weil unsere Waschmaschine, ja. Da müssten wir dann schon zwei Durchläufe machen. Da passt nicht ein ganzer Satz rein. Nö, aber jetzt, wo wir sowieso gerade hier sind, können wir das ja so gut machen. Genau. Ja, ich bin gespannt, ob es so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und ja, ihr werdet es sehen. Genau, du sagtest ja, die Heizungsrohre verlaufen einmal rum. Ja, und die sind irgendwie da befestigt. Da muss ich mir alles nochmal in Ruhe anschauen. Und irgendwie kriege ich es wohl hin. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt soweit fertig. Es hat alles besser geklappt, als ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt muss die Matratze wieder da rein. Das hört sich einfach an. Aber das ist nicht einfach. Die Matratze ist A, total schwer, steif ohne Ende und unförmig wie Hulle und bleibt überall hängen. Ich hoffe, Michaela hilft mir dabei, weil sonst kriege ich hier noch einen Nervenzusammenbruch. Soll ich da packen? Bitte die so. Nee. Das ist schwer, ne? Ja. Oh, nee. Was ist passiert? Der Haken. Ja, hast du nie aufgepasst. Fertig. So, unser neues Bett. Mittag haben wir jetzt eine schöne Fahrradtour in und um Duisburg gemacht. Eigentlich viel grün, viel mehr als man so denkt. Ja, wir sind durch Gegenden gefahren, da würde man denken, das ist nicht in Duisburg. Das ist irgendwo auf dem Land mit einem kleinen Bächlein drin und durch grüne Wiesen. Ja. Richtig schön. Wenn ich ab und zu mal die Autobahn irgendwo kreuzen würde. Ja gut, die dann, gehört halt zu Duisburg irgendwo dazu. Genau, dann würde man wirklich glauben, man ist ganz ländlich. Ja. Gut, wir verbringen jetzt noch einen schönen Abend mit unserer Tochter und morgen geht es dann für uns weiter. Wir treffen uns am Wochenende auf einem Pferdehof mit meiner Schwester und Familie. Samstag machen Britta und ich einen Ausritt. Ja, vielleicht filmen wir da auch das ein oder andere für euch und würde ich sagen, ihr seht dann nächste Woche, was wir so erlebt haben. Genau. Und wir sind mal gespannt, wie wir heute Nacht schlafen. Mit unseren umgebauten Matratzen. Ich verspreche mir davon wirklich sehr viel. Wir werden berichten. Auf jeden Fall. Und ab nächste Woche Dienstag beginnt dann ja die Reise so wirklich. Dann geht's Richtung Süden, nach Italien. Ohne irgendeinen Zeitdruck, ohne irgendwelche Termine. Doch, der einzige Termin, den wir haben, ist, dass wir zu Weihnachten ganz unten sein wollen. Napoleon. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir. Okay, dieses Video ist jetzt zu Ende.
Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid, einen Daumen nach oben. Wenn ihr uns zum ersten Mal seht, abonniert am besten direkt den Kanal, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Tschüss. Tschüss.